Warum macht mich das Taubsi so fertig? Mit seinem komischen Sandwirbel. Nee, Windstoß. So was. Oh, jetzt kann ich gleich schon wieder... Oh, natürlich ging die daneben. Oh, nicht dein fucking... Nicht. Alex, du bist dran. Weil das war mir jetzt... Och, was denn da los? Das war mir jetzt zu heikel. Aber wir haben ja hier Doppelkick bekommen. Können wir mal direkt hier... Machen wir mal hier mit. Die Hornattacke mit Silberblick. Machen wir mal Doppelkick. Natürlich ging die daneben. Was ist da los? Didion. Ah, okay, die haben sich jetzt geteilt. Aber wir aufladen und so, ne? Das Taubsi hat mich schon recht nass gemacht. Ich habe auch nichts mehr zu trinken hier. Ich habe mir heute Morgen Matcha-Teegetränk-Mango-Limette-Geschmack. Mit 1,5% Fruchtgehalt. Wow, das ist so viel. Aber es war ganz lecker. Wahrscheinlich 50% Zucker drin, mindestens. Aber es war lecker. Habe ich mir beim Aldi gekauft. Ein Radfratz. Level 3. Safkorn, du bist dran. Du Stück, grünes Stück Scheiße. So sieht es jedenfalls aus. Ein bisschen. Spitzes Stück Scheiße. So. Ist jetzt... Jetzt will ich gerade mal gucken hier, was hier Sache ist. Safkorn. Status. Dreizehn. Okay, ein Kampf noch. Dann haben wir Level 10 Safkorn. Aber ich finde, Taubsi hat sich irgendwie viel schneller gelevelt. Liegt das echt am Pokémon? Level 3. Es zieht halt auch wenig ab irgendwie, ne? Weil so ein Taubsi hatte halt bei so einem Radfratz so fast so viel wie jetzt abgezogen mit einer Attacke. So. Safkorn erreicht Level 10. Hey! Safkorn entwickelt sich! Nein! Wir kriegen ein Spitbo! Yay! Ein Spitbo! Safkorn wurde zu Smetbo. Smetbo lernt Konfusion. Okay. Was steht denn eigentlich Pokédex? Kann man sich ja irgendwie... Ah, das ist direkt... Smetbo. Die Flügel dieses Pokémon sind wasserabweisend und von einer giftigen Staubschicht bedeckt. Okay, was steht bei Safkorn? Dieses Pokémon kann zum Schutz seiner Panzer erhärten. Es kann dennoch nicht alle Attacken abwehren. Okay, was hat sich denn Taubsi? Taubsi hat sich nicht... Habitat hier. Es hat auf jeden Fall, so wie es aussieht, nichts mit Taubsi zu tun. Dann ist dann hier Taub... Boga und Tauboss oder Tauboss und Tauboga. Habitak. Keine Ahnung. Sandan würde ich halt auch noch gern fangen, ne? Und das ist dann hier halt Nidodings und Nidoqueen. Bla. Dickda. Haben wir denn Dickda gesehen? Bestimmt gegen irgendjemanden gekämpft oder so. War noch irgendwas?
Evoli. 133. Na gut. So, that means... Ich werde gerade mal gucken, was Konfusion macht. Gegen einen Level 4 Radfratz. Boah, sieht schon... Das sieht echt geil aus. Guck mal hier. Das Medbo kann Härtner. Das ist auch lustig. Hier gegen Fadenschuss und nochmal Konfusion. Ja. Ich hätte es gern noch ein Level höher. Aber wir können ja... ich weiß nicht. Aber jetzt so ein Level 7 Taubsi ist halt auch schon mal ganz gut zum Angreifen. So geil ist die Attacke jetzt auch nicht. Wie viel brauchen wir denn da? 233. 7 Pokémon. Wenn wir pro Pokémon 7 bekommen. Pro Pokémon 30 bekommen. Ich weiß gar nicht. Ich meine, wir kriegen so um die 38 oder so. Komm, das machen wir gerade. Es sind 7 bzw. 5 Pokémon. Das kriegen wir schon hin irgendwie. Vor allem, wenn das jetzt so schnell geht. 23. Na gut, dann sind es halt 10. Also auf Level 11 will ich es wenigstens auf jeden Fall haben. Weil für Level 10, das ist mir halt irgendwie, weiß ich nicht, zu wenig. 24. Dann hole ich das in den Kampf und dann ist direkt tot. So instant. Haben wir jetzt? Ein Nidoran weiblich. Level 6. Das ist doch schon mal was. Also besser als Level 3. Ich mag das auch, wie schön das so blinkt. Oh, sehr effektiv. 50. Ein männliches Nidoran. Ich finde, das sieht irgendwie viel schöner aus als das weibliche. Habe ich mich für gut entschieden dann. Tada! 34. Ich habe jetzt gar nicht mitgerechnet. Wieder so ein Level 3 Ding, ey. Oh, ich wollte gar keinen Tackle machen. Ah, das blinkt so, wie die KP ist. Lustig. So, was haben wir jetzt? Eine E-Mail haben wir, falls man das gehört hat. Neue Aktivitäten zu deinem Let's Play Pokémon-Gedöns. Das geht aber jetzt schnell hier mit den Kämpfen. Radfratz entwickelt sich in Radikal, ne? Ich habe den Namen bestimmt jetzt falsch ausgesprochen, weil ich Radfratz auch immer falsch ausspreche. So. Ich meine, haben wir letztens direkt schon gegen Rocco gekämpft oder gegen den Vorheini? Yay! Erreicht Level 11. Okay, das bleibt dann jetzt mal auf Level 11. Haben wir jetzt letztens gegen schon Rocco gekämpft oder gegen den Vorheini? Weil ich meine, Rocco hätte einen Kleinstein und einen Onyx. Also einen Onyx, meine ich, hätte der auf jeden Fall. So. Jetzt... machen wir die erstmal wieder gesund. Und dann speichere ich in der Arena ab.
Wobei mir... Nein, ich möchte nicht... Nein, nein. Dankeschön. Ich muss mir mal angewöhnen, mit B die Konversation wegzudrücken. Weil ich sonst immer irgendwelche Sachen annehme, die mir da angedreht werden. Haben wir Tränke? Nein. Tränke. 4. Und wie viel Geld haben wir denn? 297. Ich glaube, ein Trank kostet 400, oder? Ich glaube, wir haben kein Geld dafür. Hallo. Ja, 300. Okay, wir haben nicht genug Geld. Dann ab in die Arena. So. Jetzt muss ich hier erstmal gucken, wie ich meine Pokémon durchsortiere. Also ich würde sagen, Alex kommt als erstes. Dann kommt der Lars und dann kommt das Medbo. Jo. Ja, ich möchte gerne speichern. So. Oder bin ich dem ausgewichen? Ich weiß es nicht mehr. Was ist denn mit dir? Du bist ganz gut, aber nicht so gut wie Rocco. Okay. Dann haben wir letztes Mal schon mal gegen Rocco gekämpft. Das heißt, wenn er 2 Pokémon hat, hat er einen Kleinstein und einen Onix, so heißt das. Bla, bla. Trainiere Stein-Pokémon. Ja, okay, zeig mir, wie gut du bist. So. Er will Schienen hochkrempeln. So, wie viele Pokémon hast du denn? 2. Also hat er einen Kleinstein und einen Onix. Hallo, Kleinstein. Level 10. Okay. Dann machen wir mal... Oh, ich bin aufgeregt. Doppelkick. Los! Oh! Habt ihr das gesehen? Und nochmal? Alter! Wie geil ist das denn? Der Gegner wurde 2-mal getroffen. Heißt ja auch Doppelkick. Oh! Yay! Und wir hatten mit dem Kleinstein das letzte Mal schon total die Probleme. So. Onix, habe ich doch gesagt. Nee, ich möchte gerne bei Alex bleiben. Alex macht das sehr gut. Onix sieht aber lustig aus. Irgendwie so. Ah. So guckt das. Doppelkick! Oh, das ist Level 12. Das ist Geduld? Was macht denn Geduld? Onix greift an. Na! Ach, Gott! Nochmal! Nochmal! Yes! Alex erreicht Level 13! Yay! Ich hätte eigentlich nur Alex leveln müssen. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrerbietung? Was ist das denn für ein Wort? Julia erhält den Felsorden. Felsorden. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. 1188.